Told you so. Told you so, dass das mit der Reihenfolge nicht klappen würde. I was can't ist da los? Henning, geh mal schnell rüber. Wie komme ich da rüber? Warte, das ist ganz einfach. Pass auf, halt still. Ich halt still, ich mach's nicht. Ah! Mann. Einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis, das funktioniert natürlich nicht. Hey je. Told you so. Eben war die Reihenfolge noch anders. Ja, ich weiß auch nicht. Ausgedacht haben wir es uns, oder? In der falschen Reihenfolge den rumgejoint. Ja, wahrscheinlich. Ach Gott. Ne? Naja. Und wer hat's gesagt? Der Forschungsstrom. Nach diesem leicht verpeilten Einstieg. Schönen Abend allerseits. Hallo Lambert. Hallo. Hallo Henning, hallo Lambert. Hallo Claudia. Lange nicht gesehen, oder? Sind wir nicht sonst am ersten Donnerstag im Monat hier immer auf Twitch? Ja. Warum haben wir nochmal den zweiten genommen? War was? Ich glaube, ich bin schuld, oder? Zwingenden Grund, ja. Du warst schuld. Nee, ja, ich hatte Urlaub. Ich saß irgendwo auf dem Campingplatz und habe Podcast gehört. Crazy. Okay. Geht klar. Ist genehmigt. Ja, aber 5 Wochen sind echt lang. Vor allem, weil wir vorher so viel nacheinander zusammen gemacht haben, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe euch quasi gar nicht gesehen. Wie so Familientreffen, so nach monatelangem. Ne? Apropos Familientreffen nach monatelanger Abwesenheit. Das wäre die ideale Überleitung schon zu einer kleinen Thema. Vorstellungsrunde, oder? Ach ja, nee, stimmt. Ja. Stimmt, genau. Ach Gott, du denkst an sowas. Sehr gut, dass du hier die Struktur aber im Auge hältst. Ja, irgendjemand muss ja hier Profi sein. Ja. Über Profi erzähle ich euch gleich noch was, ja. Okay, ja, wer fängt an? Wer fängt an? Ja, Lambert fängt an. Okay. Fange ich mal an. Okay, alles klar. Hallo, ich bin Lambert, ich ströme aus Hannover. Ich arbeite normalerweise an der TIP, einer Bibliothek hier in Hannover und Forschungseinrichtungen und mache Open Science-Krams und zwischendurch lustige Ausflüge in die Welt der zeitgemäßen Wissenschaftskommunikation mit Henning und Claudia. Bitte, Claudia, du bist dran. Ich bin dran, alles klar. Ja, genau, ich bin Claudia, ich ströme aus Düren, wer das nicht kennt, fatal. Zwischen Aachen und Köln, mitten im Braunkohlerevier, dem Rheinischen. Genau, und ich arbeite normalerweise tagsüber, wenn ich nicht auf Twitch spiele oder zuschaue oder mit euch zwei hier ströme, an der Technischen Hochschule Köln. Bin da Professorin für Wissenschaftskommunikation und beschäftige mich mit Bibliotheken, Open Science, Forschung aller Art. Und seit neuestem bin ich auch Podcasterin. Yeah. Henning. Yes. Genau, ja, ich habe schon deinen Podcast gehört. Hört mal rein, es ist sehr gut. Das Klima. Ich poste da gleich mal den Link. Schamlose Eingaben. Genau, ich bin Henning. Ich ströme aus Berlin und versuche hier irgendwie meine zwei Kinder und den Alltag irgendwie zu bewältigen. Ansonsten arbeite ich in einer Wissenschaftsorganisation, mache da auch Wissenschaftskommunikation, bin aber hier ganz privat unterwegs. Und freue mich auch, dass wir wieder da sind. Wir waren 5 Wochen weg, leider, ich bin schuld, aber ich hatte leider nicht 5 Wochen Urlaub, aber genau. Das ist wirklich schade, das wäre cool gewesen. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich den ersten Donnerstag im September schon mir freigeblockt habe. Insofern können wir wieder in unseren ursprünglichen Rhythmus reinkommen, wo wir immer mit dem Forschungssturm aktiv sind. Und ich wollte auch den Chat begrüßen. Ihr seid ja alle schon da, das ist ja super. Das stimmt, genau. Hallo und Chat, können wir noch chatten. Ja. Ja, genau. Wir können eigentlich ja schon allen Hallo sagen, alle Bekannten und Unbekannten. Harry auch Heller. Viele, obwohl er diese freche Bemerkung macht, es ist so lange her, dass Lambert beim Friseur war. Ich lese alles, was im Chat landet. Und er merkt sich das. Du merkst dir das. Ich merke mir das. Ja, ja, Harry Heller, ist das nicht Harry Haller? Harry Heller, wie auch immer, ist das nicht der aus Steppenwolf? Wie heißt das noch? Steppenwolf, siehst du, ich wusste es doch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in Deutsch Leistungskurs sehr enthusiastische Diskussionen darüber hatte, ob der gute Mann nun Harry Haller oder Harry Heller heißt, weil wir hatten da die englischsprachige Fraktion. Aber schön, ich habe den Namen wiedererkannt. Sorry, ich war abgelenkt. Kurzer Ausflug in meine Abiturszeit. Ja, Lambert, wolltest du noch mit uns über deine Frisur reden? Also Full Disclosure, ich nehme mal ganz kurz den Kopfhörer ab.
Ich hoffe, das wird jetzt abgenickt hier von der Forschungsstrom-Community. Das ist mein seriöser Sommerhaarschnitt. Ja. Sehr gut. Einen weiteren Lookism bitten wir zu vermeiden. Danke. Ja. Ich weiß, ja. Ja, und Claudia, hast du den Link schon in den Chat getan? Hier gibt es schon Podcast-Hörende. Gibt es hier schon. Ja, das freut mich, das freut mich. Genau. Das, ich meine, eigentlich war das ja eigentlich, das war eigentlich das Told You So am Anfang. Nicht das Told You So, wir verhauen's, sondern das Told You So. Klima, IPCC, 6. Sachstandsbericht. Das war das Told You So. Die Wissenschaft hat. Endlich mal ein gute Laune-Thema bei unserem Forschungsstrom. Der Downer am Anfang. Die Wissenschaft hat gesagt, ja, es ist so passiert, wie wir gesagt haben. Und es sieht immer noch genauso aus. Und die Zukunftsprojektionen sind auch immer noch schlecht, wenn wir nichts tun. Und selbst wenn wir was tun, sind wir recht spät dran. So, genau. Und das kam diese Woche raus am Montag. Und genau, passend dazu habe ich zusammen, also hat Florian Freistetter und ich haben wir zusammen einen Podcast gestartet, der das Klima heißt. Und wir sind nicht der erste Klimapodcast, ne? Also, ich weiß nicht, es gibt ja unzählige Klimapodcasts schon. Aber wir machen die Hardcore-Nummer. Also echt. So mit Gleichungen vorlesen und so? Nee, aber mit diesem gesamten IPCC-Bericht lesen. Also, das ist doch jetzt am Montag, hat der Tagesschau.de darüber berichtet und dann wissen wir doch alles. Ja, im Prinzip. Genau, aber wir wollen halt mal gucken, was da wirklich im Detail drin steht. Und ich fand das eine super Idee, ne? Also, ich brenne dafür, ja, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber dann kam heute am Montag dieser Bericht raus und ich weiß nicht, ob ihr ihn mal aufgemacht habt. Warte mal. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, darf ich das mal mit euch teilen, ganz kurz? Gerne. Das Fenster möchte aber ich keine gern. Stelle, wo so ganz viele Zahlen und Formeln sind. Das macht mir Angst. Ist der denn darf ich dir nicht echt der Bericht? Oder ist das eine besondere Wörterbücherei? Also jetzt, wait for it. Ich möchte dir das gerne in Ruhe zeigen, weil ich finde ja, also ich war ja, also ich sag's mal so, würde jemand bei mir eine Bachelorarbeit in diesem Format abgeben, also das wäre eine sehr schlechte Note. Ich teile das mal kurz hier. Das hier ist das PDF. Und ganz kurzer Aufmerksamkeit möchte ich auf diese kleine Zahl da oben lenken. Die könnt ihr nicht so groß sehen, ne? Aber da steht 3949. Alter! Was? 3949 Seiten und das ist Teil 1 von 3. Alter Schwede. Ja. So, das wollte ich mal ganz kurz gesagt haben. Und jetzt können wir mal ganz kurz. Jetzt, das wollen wir tatsächlich lesen. Und das hier vorne ist so der Teil, den alle kennen. Das sind so die Summary for Policymakers, also so die Zusammenfassung und in schön und in bunt und in Bildern. Und dann geht es irgendwann über in das eigentliche Dokument. Und das sieht dann so aus. Und ich weiß nicht, also wie ihr das so findet, aber ich finde, das ist formattechnisch schon recht katastrophal. Das wird halt auch nicht besser. Ist das denn peer-reviewed schon? Ja. Ja. Und vor allem ist es ja sozusagen, es ist ja eigentlich so eine Art Metastudie von allen Metastudien und allen einzelnen Studien, die es gibt, oder? So habe ich das verstanden. Ne? Ja, genau. Also das erklären wir in Folge 2 noch genau. Also am Montag kommt Folge 2 raus. Da haben wir jemanden eingeladen, der mal an einem IPCC-Bericht mitgeschrieben hat, der uns das genau erklärt hat, wie das funktioniert. Aber ich glaube, ich habe da auch dann so den Begriff fallen lassen, wie das gemacht wird, also so den Technical Term. Und ich glaube, das müsste ich eigentlich auch noch mal erklären, weil wir haben es ein Systematic Review genannt. Und ich glaube, da weiß auch nicht jeder Mensch, was damit gemeint ist. Also man schreibt nicht selber oder forscht nicht selber, sondern man stellt zusammen, was aktueller Forschungsstand ist und sucht dabei eben gezielt systematisch nach Literatur und arbeitet die auf und ein. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. So, und Frage aus dem Chat. Ja. Muss man verrückt sein, um da einen Podcast draus zu machen? Ja. Das ist eine schöne Berufsbeschreibung, oder? Also. Verrückt sein ist eigentlich so meine Hauptaufgabe, glaube ich, in allem, was ich mache. Und dieser Florian Freistetter, woher könnte man den kennen? Kannst du den noch mal kurz einsortieren? Podcaster, glaube ich, ne? Genau, Florian Freistetter ist ein recht großer Podcaster. Man könnte ihn von den Science Busters kennen oder von seinem Podcast Sternengeschichten. Also der macht relativ viel. Der hat auch schon sehr viele Preise gewonnen. Ich
bin ein wenig ehrfürchtig beim Podcast aufnehmen, zumal ich selber ja noch nie einen Podcast gemacht habe. Und wisst ihr, wir sehen uns ja immer. Und wenn wir uns unterhalten und uns unterbrechen, dann sehen wir die Reaktionen der anderen. Aber versuch mal, wenn du rein textbasiert sprichst mit jemandem, den du noch nicht so gut kennst, einen dir nicht ins Wort fallen Dialog hinzubekommen. Ja. Tja, gar nicht so einfach. Ja, das wird was. Und zweite Frage aus dem Chat. Ist Brennen eigentlich gut fürs Klima, wenn du so fürs Thema brennst, Claudia? Das kommt jetzt drauf an, was. kommt drauf an, was. In der Bild-Zeitung steht morgen, also laut Professor Frick, ist es manchmal gut fürs Klima, das Brennen. Ja, wenn man jetzt die Klimasünde, ach, vergessen wir das. Ja, genau, Florian Frechel hat einige Bücher rausgebracht. Genau, das kann man auch noch mal kurz erwähnen. Also falls ihr lieber lest, anstatt zu hören, das stimmt tatsächlich, hat eine ganze, ich glaube, 10 Bücher oder so schon rausgebracht. Also von daher, da könnt ihr viel lesen und ihr findet ihn als Astrodiktikum auf Twitter und genau. Ja, nur auf Twitch noch nicht, ne? Müssen wir ihn noch mal... Nee, ich habe mir schon gesagt, ich lade ihn mal ein. Ja, mach das mal. So oder so werden wir das jetzt aufmerksam verfolgen. Das ist ein vielversprechendes Projekt wirklich und auch genauso punktgenau auf das Thema, ne, jetzt. Ja. Und das Coole am Podcast Das Klima ist, den kann man einfach so abonnieren. Da braucht man überhaupt keinen Spotify, kein Deezer, kein Fio, kein iTunes, SFM, Podcast, kein irgendwas. iTunes mit. Ihr müsst einfach nur auf dasklima.podigy.io gehen und dann dort auf Abonnieren klicken und zack, könnt ihr das in jeder Podcast-App eurer Wahl abonnieren und es ist kein Facebook dazwischen, kein niemand dazwischen. Ihr könnt es einfach runterladen. Ja. Könnte man das aus Swisscom-Perspektive als Best Practice bezeichnen, Henning? Kann man das so sagen? Ja. Ansonsten hätte es ja auch, wenn es das nicht gewesen wäre, hätte es ein Told You So in negativer Form von mir gegeben. Aber das, wenn Florian und Claudia was machen, dann halten die sich ja immer an die Ratschläge, die sie von mir gar nicht gefragt haben. Ja, du sagst es noch, ihr müsst das aber frei machen. Da habe ich gesagt, das hatten wir schon besprochen, das tun wir natürlich. Ja, bei Florian hatte ich da auch keine Angst. Und bei das sind auch. Die besten Twitter-Dialoge, ja. Ne? Das ist übrigens auch für mich ganz interessant. Ich bin nicht die Technikfrau in diesem Projekt. Das ist so, jemand anders macht das. Claudia, ja, das ist lustig. Das tue ich jetzt. Naja. Ja, gut, dann haben wir den Chat überzeugt. Dann müsstet ihr schon mal 17 neue HörerInnen haben jetzt hier. Genau. Ja, gut. Wie war es bei euch los? Was habt ihr so gemacht? Henning? Achso, ich muss in die Richtung zeigen, ne? Genau. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe meinen Podcast-Rückstand im Urlaub verringert. Man hat ja immer mit Rückständen zu tun. Rückständige E-Mail-Eingänge, rückständige Projektfortschrittslisten. To-Read-Listen von wissenschaftlichen Artikeln. Ja, genau, ne? Pile of Shames und so. Und was mir wirklich schlechte Laune macht, ist wenn meine Podcast-Inbox halt zu groß wird und überläuft. Und da habe ich aufgeholt und habe viel nachgeholt, viel gehört. Und unter anderem habe ich von Detektor FM den Grundgesetz nachgehört. Ich hatte ja das Grundgesetz, wann muss das gewesen sein? 2019 gewesen sein. Also das Geburtstag ist ja 1949, glaube ich, dann in Kraft getreten, Mai 49. Und die hatten dann zum Mai 2019 hatten die bei Detektor FM ein super Podcast zum Grundgesetz, der heißt In guter Verfassung und ist auch heute noch runterladbar. Und ich bin ja Grundgesetz-Fanboy und das Grundgesetz ist halt einfach so eine richtig geile Erfindung. Also es gibt ja wenige Sachen, auf die ich jetzt irgendwie wegen meiner Nationalität stolz bin, aber das mit dem Grundgesetz, das haben wir irgendwie ganz gut hingekriegt in diesem Land, auch wenn das vor unserer aller Geburt gelaufen ist. Und jedenfalls, das habe ich durchgehört und kann ich sehr empfehlen. Und jetzt ist meine Podcast-Inbox wieder relativ jungfräulich gewesen, bis jetzt am Montag auch alle PodcasterInnen wieder aus dem Urlaub zurückgekommen sind und jetzt bei mir wieder überläuft. Tja, tut mir leid, dass ich da jetzt noch was drauf werfe. Ja. Ich hatte mir fest vorgenommen, unter 150 Abos in meinem Podcatcher zu bleiben. Aber hörst du die alle?
Florian sind schuld, sind es wieder 151. Naja, ausgewählt. Also manche Dinge höre ich wirklich alle. So News, Podcasts, so was war los am Tag oder so, die höre ich wirklich alle, so Deutschlandfunk und sowas. Aber andere Dinge, dann skippe ich da mal, wenn mich da noch eine Sendung nicht interessiert. Und ich höre sie natürlich auf 1,7-fach, wie echte Profis das. 1,7! Wow, Respekt. Aber das ist auch eine weirde Geschichte. Ich höre auf 1,2, Henning. Ich bin auch nicht so ein Profi wie du, 1,2. Jedenfalls, also es gibt so ein paar Leute, die sind sehr langsam, da mache ich auch 1,5, aber eigentlich 1,2. Und ich habe dann natürlich kurz mal reingehört, auch in meinen Podcast, um zu gucken, wie es klingt. Und ich hatte ihn noch auf 1,2. Und wenn man sich ja sonst schon nicht gerne selber hört, ist das ja Next Level Weirdness. Ja, absolut. Ja. Macht das nicht. Genau, eigene Podcasts am besten aber gar nicht mehr hören, ja. Nee, insofern, ich kann eigentlich nur von Entspannung berichten und bin froh, wieder hier im Forschungsstrom mit euch zu sein. Lambert, was ist bei dir? Ich habe eine verrückte, WISCOM-relevante Anekdote von heute zu erzählen. Passt hier gut ins Format. Und zwar hatte ich von einer netten Kollegin einen Artikel empfohlen bekommen in Forschung und Lehre. Weiß nicht, ob das Format hier in der Community bekannt ist. Man hat es vielleicht mal gehört, ist, glaube ich, relativ reichweitenstark, doch durchaus. Und da war ein doch immerhin doppelseitiger Artikel über Forschende auf Twitter. Und ich hatte deren Fazit, das waren zwei Passauer Kolleginnen, die das geschrieben hatten, und hatte deren Fazit auf Twitter gepostet. Und zwar war deren Fazit zum Thema Forschende auf Twitter, dass, ich glaube, das ist nicht Open Access, der Artikel. Leider. Das ist ja schon Worst Practice von denen, ja, okay. Ja, das ist vielleicht nicht so passend auch zum Thema gerade, ne? Naja, jedenfalls kam die zu dem Fazit, dass Forschende vielleicht doch besser, wie sie es nennen, ihre Stimme bündeln, sicherheitshalber, weil man ja schlechte Dinge erlebt auf Twitter, Stichwort Shitstorms und so, und dass man besser davon absieht, unter einem persönlichen Account über die eigene Forschung zu twittern, sondern dann über so einen institutionellen Account oder so. Und ich hatte wirklich keine großen Hintergedanken dabei, das zu twittern, aber manchmal ist es dann so, dann ein Tweet hat dann ganz viel Reaktion hervorgerufen. Leute haben sich stärker darüber lustig gemacht, als ich es gehofft hatte. Ich wollte jetzt nicht so das als self-fulfilling prophecy, die waren von Shitstorm, bekommen einen Shitstorm, das wollte ich nicht provozieren. Ich glaube, ein Shitstorm war vielleicht letzten Endes auch nicht ganz, aber ja, man kann darüber kontroverser Meinung sein, mal vorsichtig gesagt. Ne? Also ja, das fand ich ganz prägnant so. Ja, also er ist wohl doch offen und frei verfügbar. Ach Mensch, klasse, danke. Hat er schon, ja, ist gerade gefeatured. Ja, ich finde das aber auch ein total interessantes Fazit. Also ich habe mich auch ein wenig drüber lustig gemacht, weil ich ja dann quasi alles falsch mache. Ich bin auf Twitter mit meinem eigenen Account. Ich nehme den auch immer mit. Das ist nichts mit Institutionen und ich twitter da auch noch privaten Kram und so. Genau, also es ist Worst Case, aber ich verstehe nicht so ganz. Also ja, so Worst Case, dass man damit Professorin für Wissenschaftskommunikation wird. Es ist wirklich schlimm, Claudia. Es ist ganz schlimm. Das, ja. Nein, also ich finde aber halt so faszinierend, warum man zu so einem Fazit kommt. Ich werde mir den Artikel auf jeden Fall nochmal in Ruhe durchlesen, weil ich finde, niemand muss das ja machen. Ne? Das ist ja eine freie Entscheidung und niemand muss privat und Forschung da vermischen in einem Account, das schon erst recht nicht und so. Aber wieso man da so viel Angst vor haben muss? Also ein Shitstorm aus einer bestimmten Art von Community ist ja eigentlich jetzt nichts Schlechtes. Also wenn ich irgendwie die Impfgegner einen Shitstorm abkriege, dann ist das ja, das hat ja nichts. Also, ja. Naja. Genau, und ich finde, die Vielfalt macht es doch. Und ich will nicht nur institutionelle Accounts, Entschuldigung, Henning, aber ich finde so, nur institutionelle Accounts, da fehlt mir die persönliche Note und das hat ja auch immer eine Art von Darstellung von Institutionen, hat ja auch damit zu tun. Und ich finde es eigentlich gut, wenn das gemixt ist. Also beides ist wichtig. Also ich würde da nicht, nee, also ich finde das Fazit ein bisschen.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe den Artikel nicht gelesen und die Twitter-Diskussion auch nicht mitbekommen. Ich beobachte halt jetzt nur diese ganze Twitter-Wiscom-Sache auch schon seit irgendwie über 10 Jahren. Also wir haben irgendwie mit dem DLR sind wir 2008 als erste deutsche Forschungsorganisation auf Twitter gegangen. Und ich glaube, ich habe all diese Artikel gelesen. Ich werde auch diesen dann nochmal lesen. Aber ich frage mich auch immer, was diese, wenn es da so drinstehen sollte, so wie ich euch verstanden habe, was solche All-Aussagen sollen. Also dann immer solche Aussagen, die dann für alle Wissenschaftler ist es gut oder für alle Wissenschaftler ist es schlecht, auf Twitter zu gehen oder für alle Wissenschaftler ist es ein Problem oder so. Also ich verstehe auch immer nicht, wenn da solche Aussagen drinstehen sollten, was die sollen, weil die können ja eigentlich nie richtig sein. Natürlich gibt es immer Communities, ob es jetzt thematische Communities sind, ob es von dem Alter der Forschenden abhängt, von ihrem Karrierelevel, wo es besser passt oder schlechter passt. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass gerade wenn, keine Ahnung, was jetzt die Autoren dafür im Background haben, aber ich höre oft solche Tipps von irgendwelchen Kommunikationsagenturen, die da auch dringend mal ein bisschen Beratungsaktivitäten verkaufen wollen, die dann sagen, keine Ahnung, ihr müsst dienstags vormittags twittern, weil da ist eure Community irgendwie am besten aktiv. Und das ist halt einfach nur grandioser BS. Also ja, denn keiner kennt eigentlich die Community, die ich anspreche, besser als die RedakteurInnen, die da an den Tastaturen sitzen. Und da ja, kann man für alles irgendwie eine tolle Lösung finden, wo es dann heißt irgendwie, du darfst erst nach 9 Uhr morgens twittern, dann guckst du dir der Next an, der twittert morgens um 5:45 sein Sonnenbild mit einem guten Morgen und zieht da jedes Mal 250 Likes ab. Ne? Ja, ich finde auch, man kann da, also aktiv gegenläufig zu sein, ist ja auch mal nicht verkehrt und man muss das ja schon so machen, wie es zu dem eigenen Account oder zu dem eigenen Forschen passt. Und wenn ich Sonnenforschung mache, dann finde ich morgen um 5:45, why not? Wo ist das Problem? Machen wir halt gegenläufig. Und also wir verstoßen ja auch gegen jede Twitch-Regel, dass wir nicht jede Woche mindestens einen Stream haben und so. Also man muss ja nicht immer allen Regeln folgen. So. Ja, ich habe so eine leichte Vermutung, was bei dem Artikel schiefgegangen sein könnte. Ich also unterstelle denen nur die besten Absichten. Die sind nicht aus der Beratungsbranche und so weiter. Sie haben, ergibt sich aus den Quellenangaben in die Forschungsliteratur zum Thema Forschen auf Twitter reingeguckt. Aber ich denke, was vielleicht fehlt, ist, dass sie es nochmal dann gegengecheckt haben mit, hey, was passiert da gerade? Ja, also ich glaube, das ist bei manchen von diesen, ich sag mal so, sozialen oder weichen Themen so, man sollte dann nicht nur über die Literatur gehen. Sowas kann man direkt in Augenschein nehmen und sich mal davon überzeugen, okay, ne, was machen denn die vielleicht etwas Prominenteren, schon etwas länger dabei sein, denn, keine Ahnung, irgendein Kriterium, Forschenden jetzt meinetwegen aus Deutschland, so auf Twitter oder so, ne, und dann hätten sie, glaube ich, tun mir fast ein bisschen leid, das ist fast wie so ein bisschen in so ein Fettnäpfchen treten gefühlt oder so, ne, die machen Allgemeinaussagen, genau, über eine Sache, die so nicht mit der Wirklichkeit, zu der Wirklichkeit passt, was man wirklich durch in Augenscheinnahme hätte feststellen können, gleich mal, ja. Nee, JP Tiede, da muss ich dir widersprechen, also pauschale Aussagen sind immer falsch, das ist mir zu pauschal. Zu pauschal, ja. Nee, also ich glaube auch, Lambert, das ist, also ich finde, das kann da durchaus ein Fazit sein, je nachdem, wie man es betrachtet, aber mir fehlt die Gegendarstellung von, also es gibt so viele Beispiele, wo es echt gut war, sich da so zu äußern oder sowas zu machen, ne? Also das hat ja auch eine sehr positive Wirkung. Und dann, ja, also vielleicht, ich lese den auch nochmal in Ruhe. Ja, genau. Ja. Aber eigentlich sind wir der Forschungsstrom. Ja, und wir sind Classic heute. Wir haben ja auch mal Themen mitgebracht, ne? Wir strömen Forschung. Wir wollten uns auf einen Titel einigen und dann hatte jeder irgendwie sein Thema mitgebracht und dann war das irgendwie ein bisschen zu lang geworden. Ich weiß nicht, was war nochmal der alternative Themenvorschlag im Vergleich zu Atemlos? Oh, warte, das muss ich jetzt nachgucken. Der war so lang. Zur Beerdigung mit hochgeschlossenem Kragen. Ja, danke. Zur Beerdigung mit hochgeschlossenem Kragen. Also, lieber Chat, was findet ihr einen besseren Titel für eine Sendung? Atemlos oder zur Beerdigung mit hochgeschlossenem Kragen? Ja, voten Sie jetzt. Um das hier nochmal darzustellen. Ja. Wie kamen wir dann auf die Verkürzung mit Atemlos?
Weil so, wir, ja. wir hatten ja die drei Titel unserer Themen und haben dann, habe ich quasi, ich glaube, ich habe da einfach daraus geschlossen, dass es bei allem irgendwie um Sterben geht. Und um Luft. So. Zur Beerdigung findet ihr besser. Okay, wir gehen demnächst wieder auf die längeren Namen. Okay, ich see. Lange Titel. Bei Atemlos hat Mr. Possa immer komische Assoziationen. Das tut uns eigentlich nicht wirklich leid, glaube ich, oder? So, da schreitet schon die... Ihr seid albern. Dings. Das fällt dir jetzt auf. Jetzt auf einmal, ja. Okay, ja, wer soll denn anfangen? Also warte mal, wir können ja mal ganz kurz unsere einzelnen Thementitel sagen. Also Beerdigung am Anfang wird hier schon gefordert. Okay, ja, aber okay, gut. Also so eine wirkliche Beerdigung hat es bei mir nicht. Ich habe eine Beerdigung. Das okay. Ist ja sonst klar, das erfüllt ja mal wieder das Klischee. Ja. Gut, du hast die Beerdigung, aber die muss doch eigentlich an den Schluss, wir können auch Henning nicht... Eigentlich kommt der Downer zum Schluss, ne? Aber ich verspreche diesmal hochnäulich, es ist kein Downer. Es geht zwar um Beerdigungen, aber es ist auch verdammt lange her. Komm, du fängst an, weil Beerdigung am Anfang wurde gewünscht. Okay. Dann, ja, genau. Und danach, wie geht es danach weiter? Wer hatte denn den hochgeschlossenen Kragen? Nee. Also ich hatte das Wort hoch. Hoch. Mein Thema war nämlich keine Angst vor Höhe, aber... Ich kann an den Schluss gehen mit dem Kragen. Gut. Ja. Gut. Ja. Mhm. Ja, dann wollte ich mit euch über Beerdigung sprechen, aber eigentlich hatte ich noch ein anderes Thema gesehen. Ich weiß nicht, Claudia, ob du das auch gesehen hast. Es gab nämlich eine Wissenschaftsnews mit Alpakas. Eigentlich, also sogenannte Saipakas, habe ich gedacht, hießen die dann. Saipakas. Hast du das gesehen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich hätte einen Screenshot gesehen. Aber helf mir auf die Sprünge. Und kann mal hier einen Link in den Chat packen. Ein Alpaka. Da freuen sich meine zwei Alpakas da hinten. Da. Ja gut, ist jetzt eigentlich wahrscheinlich, weil man es nicht anklicken kann, eigentlich Quatsch, das hier in den Chat zu packen. Aber die anderen können es anklicken, nur wir nicht. Okay, super. Okay. Also es gibt eine News im Corona-Kontext, dass man Alpakas genommen hat. Das ist noch nicht mal ein Beerdigungsthema. Ich wollte das nur kurz ansprechen, weil ich hier um die Alpaka-Fan-Community... Ich dachte schon, du willst jetzt über gestorbene Alpakas reden. Das hätte mich jetzt Nee, zum Glück nicht. Also anscheinend ganz besondere Antikörper produzieren gegenüber Corona-Infektionen. Und zwar sind die sehr viel kleiner als zum Beispiel die menschlichen Antikörper. Die sind anscheinend so von der chemischen Grundstruktur nur ein Zehntel so groß und werden deswegen auch Nano-Bodies genannt. Also nicht, so Antibodies. Natürliche Nanobodies. Nanobodies, ja. Mhm. Und mir war dieser Begriff noch überhaupt nicht bekannt. Jedenfalls, die überlegen halt Corona-Antikörper, diese Nanobodies, aus Alpaka-Blut zu gewinnen, um die dann vielleicht zukünftig zu einer Art Nasenspray zu verarbeiten, was halt ein Medikament sein könnte, mit dem eine gerade beginnende Infektion versucht wird abzumildern. Und die Idee ist dann, dass diese kleinen Corona-Antikörper sich irgendwie die Spuste, die so in die Nase, und wenn du gerade eine beginnende Corona-Infektion hast und die gerade diagnostiziert worden ist, und dann legen sich diese mini kleinen Antibodies, da Nanobodies, um die Coronaviren und deren Spike-Proteine und kleben die irgendwie zu, weil die da genau andocken. Und dann können die Corona-Spike-Proteine nicht mehr in deine Nasenzellen reinpopeln. Und, wenn man schon Alpaka-Zellen drin hat. Ne? Also sozusagen die Alpaka-Zellen in deiner Nase. Also die können nicht verhindern, dass die Zellen, die schon vom Virus befallen sind, die können sie da nicht wieder gut machen. Da muss dein eigenes Immunsystem dran. Aber die können jetzt verhindern, dass die anderen von diesen Zellen produzierten weiteren Coronaviren dann weitere Zellen von dir infizieren.
Ja, Gott. Und da würde ich sagen, danke Alpakas. Ja, finde ich auch. Boah, das ist ja toll. Siehst du, Alpakas sind tolle Tiere. Sie retten einfach die Menschheit. Ja, wobei, Nebeneffekt ist halt, es wachsen einem so kleine plüschige Ohren irgendwie, die so abstehen. Aber ansonsten... Das sind süße Nebenwirkungen. Schon werden hier wieder die Verschwörungstheorien gestellt. Ja, es ist nicht so gut wie G5, ne? Seit der Corona-Impfung ist mein Handyempfang viel besser, aber... 5G. Ja. Oh Gott, G5. Gott, ich bin politisch motiviert heute. Sowas. Aber dass ausgerechnet Alpakas für sowas gut sind, das ist schon lustig, ja. Echt. Ja, definitiv. Und ja, vor cool. allem mal wieder, wie so manchmal in der Wissenschaft, fragt man sich, wie kommt man auf sowas, oder? Ich meine, ernsthaft. Das ist eine gute Frage, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber es gibt halt in Göttingen ein Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Mhm. Und die sind da irgendwie drauf gekommen, aber frag mich nicht, wieso. Das ist doch Interdisziplinarität in Reinform, oder? Also da müssen sich ja mehrere, also da mussten ja ein Tierarzt mit, ne, also Biologie und so. Ja. Wow. Ja. Genau, aber eigentlich wollte ich ja mit euch über Beerdigungen sprechen. Stimmt. Und nicht da wollte ich erstmal hier vollen Transparenzhinweis. Ich habe mein Thema gestern Abend vorbereitet, habe mir dann extra so natürlich so ein bisschen was zusammengeschrieben, die Links zusammengetragen, die ich gleich mit euch teilen wollte. Und dann habe ich das abgespeichert und habe das in meinem in meiner Notizen-App abgespeichert. Und jetzt gerade war ich hier noch am Brot und Kinder fertig machen und Techniktest. Und dann wollte ich meine Notizen-App aufmachen. Und genau irgendwie so 5 Minuten vor der Sendung fällt mir auf, scheiße, ich habe irgendwie die Notizen nicht abgespeichert. Und das ist ja immer so eine typische Sache, ne? So, du bereitest sowas vor und denkst so, jetzt hier wolltest du gleich was präsentieren. Mhm. Und auf einmal stellst du fest, irgendwie eigener Technik-Fail von Herrn Krause. Und ja, nicht insofern habe ich gerade eben, als wir noch irgendwie vorm Sendungsbeginn waren, musste ich noch hektisch hier gerade nochmal die Links raussuchen und habe zwar jetzt mein Exzerpt irgendwie nicht, aber das kriegen wir auch so hin. Ja. Aber ja, so ist es in meinem Leben. Ich wollte mit euch über eine Veröffentlichung reden, die es gegeben hat, ist noch gar nicht so alt, 15. Juli, also jetzt irgendwie knapp einen Monat. Und eigentlich verrate ich schon alles, wenn ich den Link hier in den Chat haue. Dann poste ihn vielleicht noch nicht. Ah, okay. aber dann würde ich vielleicht gerne eigentlich mal meinen Bildschirm teilen. Und wie war das jetzt hier? Chrome Tab ist das Beste, ne? Genau, wenn du den Ton mitteilen willst, musst du dann diesen Haken noch machen. Nö, ich glaube, genau, das ist stimmt, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. So, jetzt muss ich hier nochmal das in diesem Browser öffnen. Chrome Tab, so. Gut, seht ihr diese Veröffentlichung hier von Cambridge University Press? Mal zum Stream hin. Ach so, jetzt. Du packst es hoch, super. Okay. Ja. Genau, also, das wollte ich insbesondere, weil hier sehr schöne Bilder dabei sind, zu denen ich jetzt hier mal scrollen will. Also es ist hier, ich habe mir immer wieder irgendwie eine gute Open Access Publikation hier rausgesucht. Und, warte mal, zu welchem Bild wollte ich? Fuzzy approved. Dankeschön. Jetzt zu diesem Bild, da wollte ich hin. Es geht nämlich um eine Beerdigung, habe ich ja schon gesagt, aber eine, die war vielleicht auch traurig, aber sie ist schon so lange her, dass wir diese Person also alle nicht gekannt haben. Diese Person ist nämlich vor 1000 Jahren schon ungefähr beerdigt worden und ist in einem Grab in Finnland 1968 gefunden worden, im Süden von Finnland. Und das Interessante war, dass dort halt einerseits Schmuckgegenstände in diesem Grab gefunden worden sind, so wie das diese Zeichnung da zeigt, und andererseits halt Schwerter, zwei Schwerter. Und da war lange Zeit nicht so richtig klar, handelt es sich jetzt um das Grab einer
einer Frau, auch einer berühmten oder reichen Frau, weil dort also, wie heißt es, der Schmuck mitgefunden worden ist? Oder handelt es sich um das Grab eines Kriegers, weil dort die Schwerter gefunden worden sind? Und das ist halt 1968 so entdeckt worden. Und man hat dann also das verbucht unter dem Grab einer in dem gesellschaftlichen System, also vor 1000 Jahren ungefähr im frühen Mittelalter war das, hat das verbucht als Grab einer berühmten Frau. Und jetzt hat man aber Knochenreste dort aus diesem Grab, das man 1968 gefunden hat, analysiert mit DNA-Proben und hat dann also rausgefunden, dass die genetische Signatur, die dort von dieser Person hinterlegt wird, ein Mann war, und hat dann sich gewundert über diesen vielen Schmuck, der da ist, der mit in dem Grab ist. Und ja, mir hat das nochmal so ein bisschen gezeigt, dass das natürlich bei solchen archäologischen Bewertungen von Dingen, die passiert sind vor 1000 Jahren, wie generell in der Geschichtswissenschaft, man immer aufpassen muss, dass man nicht seine heutigen Grundannahmen, zum Beispiel was Geschlechterrollen angeht, in diese Auswertung irgendwie mit rein projiziert. Und ja, Rosa Hellblau-Falle, sagt viele hier gerade im Chat, genau. Und das ist hier auch ein relevanter Punkt, denn es wurde dann das Genom noch genauer analysiert, und dabei ist also festgestellt worden, dass diese Person, die da bestattet ist, also eine Generkrankung hatte. Ich versuche gerade hier nochmal diesen Namen rauszusuchen. Also diese Generkrankung hat auch einen Namen. Ich hatte den rausgesucht und mir rausgeschrieben und finde es jetzt hier so schnell nicht. Wir finden es vielleicht gleich zusammen mal im Abstract. Aber jedenfalls ist das eine Generkrankung, oder ein genetischer Defekt, der heute auch noch bekannt ist und der wohl anscheinend ein Hauptgrund ist, wenn Menschen sich nicht einem Geschlecht eindeutig zuordnen. Also nicht-binäre Personen. Und das Interessante, was die jetzt sozusagen rausgefunden haben hier, ist, dass nach ihrer Wertung diese Person, die hier bestattet worden ist, eine nicht-binäre Person war, die vor 1000 Jahren gelebt hat und dann eine gesellschaftliche hohen Rang erreicht haben muss. Das zeigt halt dieser aufwendige Grabfund. Und dass sie also mit Merkmalen von beiden Geschlechtsidentitäten, einerseits Schmuck und andererseits den Schwertern, bestattet worden ist. Und das sozusagen, die werten das als ein Zeichen dessen, dass halt in dieser damaligen Gesellschaft, so ums Jahrtausend rum, also dort in Finnland, ist eine akzeptierte Form war, dass eine, weiß nicht, ob das ein Fürst oder Stammeshäuptling oder wie auch immer man das sagen mag, auf jeden Fall eine einflussreiche Person in der Gesellschaft der damaligen Zeit, also akzeptiert mit diesem nicht-binären Rollenbild gelebt hat und auch so beerdigt wurde. Und ja, das finde ich halt einfach eine spannende Erkenntnis, weil es einfach so eine, das hat man damals 1968 beim Finden so eingruppiert, dann hast du nochmal in die DNA-Sache reingeguckt und dann hast du diesen Gendefekt gefunden, und daraufhin änderst du halt sozusagen deine wissenschaftliche Bewertung. Und ja, das fand ich ganz spannend. Ich scrolle hier nochmal rum, ob wir hier noch andere schöne Bilder sehen. Ich glaube, von den Grabbeigaben waren hier noch so. Wie kamen die denn darauf? Also, das war ja, wann war das erste Paper? 1969 oder sowas? Ja, der Fund gelesen? War 1968, ja. Ah, okay. Und die haben aber, die sich das anschauen und das zuordnen, haben sie ja dann quasi zur selben Zeit ungefähr gemacht oder es beiseite gelegt. Wie kam man denn drauf, das nochmal rauszuholen und eine Genanalyse zu machen? Klingt also nach so einem Studentenprojekt. Ich brauche noch was, wir buddeln das noch mal aus. Wir haben noch was im Keller.
Genau. Guck dir nochmal den Knochen an. Mit den archäologischen Denkmalschutzleuten irgendwas ausgehandelt haben müssen oder so, um das überhaupt zu dürfen, ne? Weil man sowas dann erhalten will. Aber cool, das ist wirklich sehr interessant. Ja. Und also dass man das 1968, 69 dann einfach natürlich so zugeordnet hat, das war ja auch quasi so. Also da waren ja die Rollenbilder mehr als nur klar definiert. Wahrscheinlich deutlich klarer definiert, als wann auch immer diese Person gelebt hat. Ja. Was sind nicht, aber mit dem Gendefekt, das muss ich auch nochmal recherchieren, wie der heißt. Ja, ich versuche es hier auch gerade nochmal zu finden, aber... Determining the chromosomal sex, vielleicht in der Abschnitt? Ah, warte mal hier, das ist das Klinefelter-Syndrom. Also KL, Klinefelter-Syndrom, so heißt es. Gibt es auch bei Wikipedia Lemmer zu. Es hat mir nur nicht richtig weitergeholfen. Ein bisschen. Also mir war es ein bisschen zu hoch. Aber gut. Okay, okay. Ja, muss man sich da wahrscheinlich nochmal ein, musst du dir in der nächsten Folge musst du uns das erklären. Henning, kannst du dich daran erinnern, wie du auf den Artikel aufmerksam geworden bist? Sowas finde ich auch immer noch mal interessant, wie der Weg zu einem Forschungsergebnis ist. So. Ja, ich gucke hier gerade noch mal, ob hier noch schöne Abbildungen dran sind, die man noch mal gleichzeitig gucken kann. Ehrlich gesagt habe ich es in einem Podcast gehört. Ich höre ja morgens auf dem Weg ins Büro höre ich Podcast. Und nee, also ich glaube, wir können hier den Screensharing kann ich mal beenden. Und da war im Zeit-Podcast alles, nee, nicht alles gesagt, sondern wie heißt das? Was jetzt ist, der kommt immer morgens um 6 raus und nachmittags um 5. Und den lege ich mir dann aufs Ohr und die haben so eine Rubrik und sonst so oder so heißt die. Und da hat das die Moderatorin rausgepickt. Ich habe jetzt in deutschsprachigen Medien nicht so viel Berichte darüber gesehen, aber ich glaube, es gab auch eine Spiegel-Online-Meldung vor 2 Tagen. Vielleicht ist es darüber dann zu der Podcast-Moderatorin und dann in mein Ohr gekommen. Interessant, ja. Ja, also lasst euch nicht einreden, dass mit... ja, das mit dem nicht-binäre Personen, das wäre irgendwie ein Modetrend, und das wäre irgendwie alles eine Erfindung der linksgrün Versifften, sondern dass die Natur ist so und das gab es auch schon vor 1000 Jahren. Und wenn euch die AfD was anderes erzählt, dann sind sie Idioten. Ja, und vor allem, also es ist ja nicht nur so, dass es das schon gab, sondern dass das auch völlig normal war. Also das ist ja offensichtlich eine Person gewesen, die einen großen, guten Rang hatte und jetzt nicht irgendwie außenstehende, aussätzige, was auch immer Person. Also, ja, das finde ich irgendwie nochmal wichtig zu betonen. Und ich glaube, also ich hatte mich daran erinnert, ich hatte irgendwann mal die Zahl gelesen, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, wo genau in welcher Studie die war, dass irgendwie 0,2 oder 0,25% der Bevölkerung mit also nicht eindeutigem Geschlecht geboren werden und oder jedenfalls nicht eindeutig zugeordnet werden. Und das sind ja gar nicht so wenig. Also ich meine, 0,2 klingt ja erstmal oder 0,25 klingt ja erstmal nach wenig, aber 0,25 von wie viel sind wir gerade auf der Erde? Das sind schon, ja, das ist schon so Millionchen. Also da, oder mehr. Ja. Mehr. Also das ist ja schon. Und wenn dann die Leute mal sagen, ach, das ist ja, sind ja so wenige da, also müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist übrigens immer ein besonders so kleiner, sehr pauschaler Hinweis jetzt mal wieder. Besonders fragwürdiges Argument in Bezug auf die Situation von Minderheiten zu sagen, dass eine Minderheit aber wirklich besonders klein ist. Also da stimmt dann oft was nicht an dem Argument, egal was danach noch kommt. Ja, ja, ja. Ja. Ah, 7,88 Milliarden, ja. Oh, ja. Also, genau, das finde ich interessant. Und ich finde es jetzt auch schön, dass man das in der Studie herausgefunden hat. Auch wenn ich jetzt, ich muss den Artikel jetzt alleine für den Anfang lesen. Du kannst ja, hast du den Link jetzt gepostet? Den hatte ich hier in Chat. Ah, ja. Ja, ich sehe ihn gerade gar nicht. Ach, du meinst in unseren internen Chat, oder was? Nee, hier in den... Ist schon wieder durchgescrollt, hier durchgerutscht. Aber irgendwie hatte ich ihn...
Ach so, ich sehe nur Ach so, nee, nee, nee. Ah, ja, ja, nee, stimmt, genau, habe ich gar nicht. Genau. Ich würde mir den nämlich tatsächlich dann nochmal anschauen, weil ich mir jetzt mal rausfinden will, wie, ob sie da geschrieben haben, wie sie drauf gekommen sind, das sich nochmal zu untersuchen. Ja, stimmt, das wäre auch nochmal dann zur Story. Mhm. Ja, genau, ist für mich immer so interessant. Mhm. Cambridge Press Open Access mit CC-Grafiken. Sehr gut. Der ist auch cool, das ist ein schönes Fundstück. Ja, das war meine schnell und schmerzlos Beerdigung. Und das du war hast jetzt uns geschockt, nicht... Henning, mit Alpaka-Beerdigung. Und wir haben uns, wer weiß, was für Gedanken gemacht. Ja. No Alpaka was harmed in the making of this episode of Forschungsstrom. Ja. Wenn du this episode of Forschungsstrom sagst, dann klingt das so, als würde es einen anderen... Nee. Ja, aber das war jetzt bei gar kein Downer. Das okay. Wow, Henning. Ja, ich habe doch versprochen, dass es kein Downer ist. Aber da hat er einmal Urlaub und dann kommt er mit guter Laune zurück. Nee. Naja, gut, den Downer hatten wir ja schon mit dem IPCC am Anfang. Also. Stimmt, den Downer hatten wir schon. Ja. Gut. Ja, aber dann das war's von mir mit dem... Ja, dann können wir zu meiner Beerdigung übergehen. Ja, du kannst jetzt die und zwar gestorben an Höhenangst, die Henning mühevoll aufgebaut hat, gleich wieder einreißen, Claudia, mit irgendwelchen schlechten Nachrichten. Nein, ich habe eigentlich gar keine, also ich habe gar keine wirklich schlechten Nachrichten. Eigentlich ist es etwas Witziges, weil es ist mir, wir hatten doch mal das Dilemma-Game gespielt hier. Hm. Erinnert ihr euch noch, ne? So diese wissenschaftlichen Dilemmas, da ging es aber mehr so um wissenschaftliches Miteinander und so weiter. Und seitdem hatte ich immer noch im Kopf eine Studie, die ich mal zum Thema Dilemma quasi gelesen hatte. Und da kam noch eine Nachricht. Ja. Achso, die haben das wohl nochmal untersucht, weil jetzt die Möglichkeiten zur Verfügung standen. Okay. Genau, wenn ich das nicht erwähnt haben sollte, genau, 1968 konnte man das natürlich nicht so machen mit dem DNA-Check. Und ich meine, wenn man mal irgendwie Krimis guckt oder so, dann ist das ja auch so ein Klassiker, dass dann alte Mordfälle nochmal irgendwie geguckt wird. Ob da gibt es ganze Serien zu, die dann so durch diese Cold Cases da durchrauschen. Ja, absolut. Ja, gut. Ja, da werden ganze Fernsehsender damit gefüllt, glaube ich. Und alle Wiederholungen. Genau, da hatte ich die ganze Zeit so eine Studie im Kopf und über die wollte ich gerne mal reden. Die ist, wenn mich nicht alles täuscht, von 2000, ich muss gerade selber nochmal gucken, 2019 oder 2018? 2018 ist sie. Und die hat einen sehr schönen Titel, den ich euch gerne vorlesen möchte. Oder ich übersetze ihn euch auf Deutsch, weil ich finde, es ist die Extremform unseres Dilemma-Games. Und zwar lautet der Titel dieses Artikels: Die Verwendung von Fallschirmen zur Verhinderung von Tod und schweren Traumata bei Sprüngen aus Flugzeugen. Eine randomisierte, kontrollierte Studie. Nein. Doch, also was man hat... Was haben sie da aus Flugzeugen rausgeworfen? Freiwillige oder... Man hat Leute Sandsäcke aus dem Flugzeug springen lassen. Menschen. Man hat denen vorher gesagt, vielleicht bist du aber die Kontrollgruppe. Ja, man hat die Menschen aus dem Flugzeug springen lassen, ohne dass sie wussten, ob die den Fallschirm, den sie da hinten auf dem Rücken haben, funktioniert oder nicht. Und ob sie zur Test- oder zur Kontrollgruppe gehören. Das hat man echt gemacht, 2017 und 18. Und von 92 angesprochenen potenziellen PassagierInnen haben tatsächlich 23 dieser Studie zugestimmt und sie durchgeführt. Ich glaube, es ist eine Ethikkommission, die geprüft hat, dass vielleicht psychisch labile, suizidgefährdete Menschen waren. Also, weil viele andere Möglichkeiten fallen mir jetzt nicht ein gerade irgendwie. Man hat das tatsächlich getan. So. Und bevor ich euch aber jetzt das Experiment erkläre und wie die Ergebnisse sind, möchte ich mal ganz kurz nochmal für alle sagen, was jetzt hier kontrollierte, randomisierte, ihr wisst schon, Studie bedeutet. Also, so eine Studie ist grundsätzlich eine, wie nennt man das, eine Interventionsstudie. Also man beobachtet nicht nur, sondern man greift aktiv ein. Also in dem Fall, man nimmt den Fallschirm aus dem Rucksack. Und dann kann man eben tatsächlich eine Kontrollgruppe und eine Testgruppe haben. Das bedeutet eben kontrollierte Studie. Die Testgruppe hat dann quasi den Fallschirm
auf und die Kontrollgruppe hat ihn nicht auf und man guckt, ob zwischen beiden ein Unterschied besteht. Also sterben die einen beim Runterspringen und die anderen nicht oder ist die Verteilung gleich, sterben beide? Bei beiden Gruppen gleich viele. Und das randomisiert bedeutet, dass die Gruppen quasi zufällig zugeordnet werden. Also die Leute wissen nicht, in welcher Gruppe sie sind und sie werden auch noch zufällig zugeordnet. Genau, und das hat man tatsächlich gemacht und die Leute haben dem auch genau so zugestimmt. Und eigentlich, bevor ich euch jetzt ein Bild dazu zeige, eigentlich ist das ja eine gute Idee. Und zwar aus wissenschaftlicher Sicht ist das echt eine mega gute Idee, weil wir sagen ja immer, wir wollen evidenzbasierte Mechanismen und wir wollen alles überprüfen und wir wollen nicht nur auf Hörensagen oder was haben jetzt irgendwie Expertinnen Meinungen gesagt oder was ist biologisch plausibel, sondern wir wollen das ja eigentlich kontrollieren. Und Fallschirme werden halt routinemäßig eingesetzt. Aber wie ist denn jetzt, wie steht es denn um Beweise der Wirksamkeit? Und also aus der Perspektive ist es ja gut, ethisch eher ein Problem. Und deswegen gibt es diese Studie, um mal zu illustrieren, wie schwierig so etwas ethisch ist. Aber und uns zu erzählen und zu zeigen, dass uns das eben in ein Dilemma bringt. So. Und was haben die jetzt gemacht? Also lassen die wirklich Menschen ohne funktionierenden Fallschirm aus dem Flugzeug springen, um das herauszufinden? So habe ich dich verstanden. Ja, hat man. So, ich mache das jetzt mal hier auf. Moment, ich muss jetzt ja nochmal den Link hier reingucken. Hast du schon gesagt, wo das stattgefunden hat? Ich habe gerade überlegt, Nordkorea könnte gut gewesen sein. Nee, tatsächlich war es nicht Nordkorea. Warte mal, ich... das war, glaube ich, am... Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera... Ja. Nein. Du willst uns doch foppen hier. Nein, das ist alles völlig in Ordnung. Das ist doch ein Experiment, was du gerade mit uns durchführst, wenn wir dich unterbrechen und sag, Claudia, du schweig, doch. Du erzählst genau. Quatsch. How dare you? So. Ja, genau. How dare you? Genau. So, jetzt müsstet ihr theoretisch, wartet, hat das geklappt? Nee, ach so, warte, genau, stimmt, ich muss das noch da... Oder kann das jemand von euch? Oh ja, super, danke. Scrollt das jetzt auch? Ja, ne? Ja, scrollt. Okay, also das hier ist zum Beispiel, wie sie die 92 Leute angesprochen haben, ne? Screened, also angefragt und 69 haben, also wurden excluded, 64 wollten nicht. Ja, und das ist auch die richtige Reaktion. Einfach mal sagen, die haben den Test bestanden, würde ich sagen. Ja, und 5 wurden dann von den Untersuchenden abgelehnt, wahrscheinlich, weil, nee, die sind mir zu selbstmordgefährdet. Naja, und die haben die dann randomisiert und so weiter. Also das hat alles wunderbar funktioniert und die haben die auch nach 30 Tagen nochmal befragt und so und nach 5 Minuten nach dem Sprung. Und dann gibt es hier ein Foto. Mensch. Okay. Ja, also man hat das gemacht. Ja. Man hat es gemacht, aber die Sprunghöhe war 0,6 Meter. Ja, Mr. Ketcher, du dachtest, du wärst schlau, aber es war gar nicht ein Meter, sondern es war nur ein 60 Zentimeter. 2 Drittel Meter. Ja. Ich bin erleichtert, Kinders. Wussten die Leute das mit der Fallhöhe? Oder ich traue mich ja kaum zu fragen. Ich gehe mal stark davon aus. Hm. Also, wenn nicht, würde ich alle, wie viele waren es, die 2 genommen haben? 32, alle mal in Therapie schicken. Ja. Trinken. Okay. Genau, also ich kann empfehlen, sich diese Studie aber mal anzuschauen, weil die haben das komplett, absolut ernsthaft betrieben. Also die haben hier Statistiken ausgerechnet, die haben die ganzen Tabellen aufgelistet, wer wie verletzt wurde und die P-Values ausgerechnet. Und haben hier erklärt, was wir schon wissen und was die Studie noch dazu beiträgt. Und das ist alles sehr, also das ist wissenschaftlich absolut korrekt. Es ist sogar so korrekt, dass diese Studie, warte, ich gehe mal ganz nach oben, dass diese Studie hier eine Correction hat. Und dann dachte ich ja, oh ho, da hat sich jemand beschwert darüber, dass die Forschenden sich da so ein bisschen lustig machen. Ne? Aber wenn man da drauf geht, auf diese Correction, ich lädt das hier so ein bisschen vor sich hin, dann ist diese Correction tatsächlich eine völlig ernsthafte. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant. Und da hatten sie sich nur quasi vertippt.
So, also das ist ein absolut mit wissenschaftlichen Standards durchgezogenes Paper, ganz viel Ernsthaftigkeit. Die Ergebnisse sind ja auch, also für eine 0,6 Meter Fallhöhe, also sie schreiben da auch ganz dezidiert drin, warte mal, das habe ich mir auch noch notiert, das wollte ich nämlich nochmal sagen. Die Verwendung von Fallschirmen führte in der ersten randomisierten Auswertung dieser Maßnahme nicht zu einer Verringerung von Todesfällen und schweren Traumata. Tut mir leid. Ja. Also Fallschirme haben nicht geholfen. Allerdings konnte in der Studie nur Testpersonen aus kleinen stationären Flugzeugen am Boden erfasst werden, was eine vorsichtige Extrapolation auf Sprünge aus größeren Höhen nahelegt. Also, wisst ihr Bescheid? Aber die Übertragbarkeit auf andere Höhen. Aber ich meine, wenn die das wirklich so ernst meinen und du das hier auch als ernste Studie vorstellst, ich meine, was ist denn dann da rausgekommen? Also ich meine, normalerweise würde ich doch irgendwie sagen, ich habe irgendwie eine Erwartungshaltung, wie so ein Experiment ausgeht und dann habe ich die mit den funktionierenden und mit den nicht funktionierenden Fallschirmen und die lasse ich dann da rausspringen. Und was ist denn die Frage? Die Frage war, ob sie sterben oder nicht. Die Frage war, ob tatsächlich eine signifikant höhere Verletzung oder Todesfälle auftreten. Also die haben auch den Fragebogen, den die danach ausfüllen mussten und so weiter. Und dann kam da raus, keiner hat sich den Fuß gebrochen. Insofern ist es vollkommen egal, ob ich einen Fallschirm habe oder nicht. Das kam da raus. Genau, also das Ergebnis ist tatsächlich, also die haben das sehr dezidiert aufgeführt, also alle Daten, die sie erfasst haben und dann auch, welche Medical History die jeweils hatten und wie viele Verletzungen die hatten. Ich teile das gerade nochmal. Warte mal. Ist das jetzt das Richtige? Ja. Kannst du es nochmal hinzufügen in den Stream? Ja. Dankeschön. Genau, also sie haben hier oben erfasst die Personen. Also so wirklich Demographics, Medical History, hatten die schon mal gebrochene Knochen, wie viele Flüge haben die oder sind sie schon geflogen? Also von beiden Gruppen, ne? Also was? Und hier haben sie die Ergebnisse. Und also sie haben dann geschaut on Impact, also sind die gestorben oder hatten die eine Injury? Und da gab es halt so ein Medical, so ein Score, wo die das ausfüllen mussten, wie sie sich verletzt haben. Und es gab dann noch nach 30 Tagen nochmal eine Frage, ob die gestorben sind oder sich Verletzungen aufgetreten sind. Und man sieht nichts. So. Ja, aber ja. Ich meine, was will mir das sagen? Ich meine, soll ich jetzt irgendwie auf einer Metaebene sagen, es ist eine scheiß Studie? Oder ich meine, weil dann hätten sie auch sagen können, das hat ja mit dem, ob sie einen echten Fallschirm drin haben oder nicht, da könntest du sie genauso gut gruppieren nach, ob sie blonde Haare haben oder nicht. Das hat auch nichts am Verletzungsrisiko geändert. Oder ob sie morgens zum Frühstück Milch getrunken haben oder nicht. Nach diesen Kategorien kannst du sie auch verteilen und kannst sagen, okay, 0 ist 0, Drängler 0 ist 0, Blave 0. Aber du sagst den Leuten nicht, wenn sie Milch morgens trinken, dann sterben sie nicht bei einem Flugzeugabsturz. Wenn sie da aus dem Flugzeug springen. Wir sagen den Leuten aber, wenn sie einen Fallschirm tragen, dann sterben sie nicht, wenn sie aus dem Flugzeug springen, wenn sie den Fallschirm benutzen. Und diese Studie sollte halt eigentlich nochmal zeigen, man kann nicht alles mit einer kontrollierten, randomisierten Studie testen oder sollte es auch nicht tun. Man kann es nur bis zu einem bestimmten Rahmen. Und in dem Fall ist der Rahmen eben 60 Zentimeter Höhe, weil alles, was höher geht, ist ein ethisches Dilemma. Du kannst es nicht kontrollieren und du kannst es auch nicht immer extrapolieren. Das heißt, du musst an manchen Stellen, auch in der Forschung, einfach sagen, da können wir keine Goldstandard randomisierte, kontrollierte Studie machen, sondern wir müssen uns auf andere Verfahren zurückziehen. Und auch hier mit Erfahrungen und ExpertInnenwissen arbeiten. Ah. Okay. Ich hatte die ganze Zeit noch so ein bisschen weil manchmal ist das ja bei solchen Studien, die eigentlich zum Beispiel auf irgendwie eine psychologische Aussage zielen, so, dass man den Testpersonen irgendwie eine Aufgabe gibt oder sagt, es wäre eine wissenschaftliche Studie zum Thema X. Dabei geht es auf der Metaebene um das Thema Y und das Thema X, was man denen so sagt, ist nur, damit die sich irgendwie verhalten und dann oder so in eine Entscheidungssituation kommen, wo sie dann etwas machen müssen.
was vielleicht aus deren Sicht gar nicht Teil der beschriebenen X-Studie ist, um dann nur zu gucken, ob sie bei der Frage Y sich so oder so entscheiden. Ich dachte, da kommt die gleich die ganze Zeit noch so ein Level rein, aber das war jetzt hier gar nicht der Fall. Okay, das nee, das war tatsächlich hier nicht der Fall. Nee. Aber sowas ist mir ja schon passiert. Ne? Ich habe auch mal an so einer Studie teilgenommen. PsychologInnen der Uni Mainz und die einem dann irgendwie ganz viele Tests haben machen lassen und Gesichter bewerten oder Gesichter analysieren. Und dann als Ergebnis der Studie bekam man dann gesagt, sie sind übrigens rassistisch. Auf einer Skala von bis. Und dann kam man irgendwie nach ein paar Wochen nochmal wieder und musste irgendwelche anderen Sachen machen. Und ganz zum Schluss wurde einem dann erklärt, das war überhaupt nicht so. Das war halt, um zu testen, ob man danach dann in den Entscheidungen, da ging es dann um andere Entscheidungen oder so, ob man dann quasi sich fast verändert hat. Da kommt ja wieder mit der Ethikkommission um die Ecke, die Studie vielleicht begleitet hat oder auch nicht. Und wäre interessant gewesen zu hören, was die darüber denken. Absolut. Ja. Denn ich meine, ob das okay ist, das so als Spielmarke einzusetzen, die Leute damit zu konfrontieren mit dem erfundenen Vorwurf, sie seien rassistisch. Mhm. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also müsste ich mal drüber nachdenken, aber Ich finde auch, ist absolut etwas, worüber man nachdenken muss. Deswegen sind Ethikkommissionen ja doch so wichtig. Mhm. Ja. Ja, aber ich finde hier, Mr. Frost, einmal, wenn man das für Haarfarbe und Milch machen könnte, könnte man auch wieder Kausalität und Korrelation diskutieren. Das stimmt auch. Mhm. Vielleicht sollte man die Leute nochmal morgens Milch trinken lassen, die eine Gruppe und dann nicht die andere und dann hüpfen die nochmal aus 60 Zentimetern Flugzeug. Ich fand das Foto so toll, wie die Frau dann da. Ja, Hedda Schorn schreibt, es ist aber auch ein schönes Beispiel für den korrekten Aufbau einer Studie und dafür, dass auch korrekte Durchführung nicht unbedingt Erkenntnisgewinn bringt. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Hm. Ja. Also es überrascht niemanden, dass bei 60 Zentimeter Höhe ein Fallschirm keine nennenswerte Wirkung hat. Aber es gab dafür vorher noch keine Studie. Jetzt gibt es eine. So. Das war mein Thema heute. Ich wollte diese Studie schon die ganze Zeit nochmal mitbringen. Ja, aber interessant. Fallschirme schützen kann man diskutieren. Ja. Bei Sicherheitsgurten bei Autos kann man auch irgendwie drüber diskutieren, machen aber wenige Leute. Mhm. Impfstoffe schützen auch, wollen aber trotzdem einige Leute ganz dringend nochmal diskutieren, ob man vielleicht jetzt doch die Impfstoffe nicht braucht. Ja, genau. Da stelle ich mir die Frage irgendwie, das mit den Anschnallgurten, das hat wirklich dazu geführt, dass nicht mehr so viele Leute im Straßenverkehr sterben, aber nur weil wir es geschafft haben, dass jetzt nicht mehr so viele Leute im Straßenverkehr sterben, lassen wir jetzt die Anschnallgurte nicht weg. Machen wir nicht. Nee, sondern das stimmt. Wir nutzen sie weiterhin. Auch wenn sie die Freiheit ein bisschen einschränken. Okay. Ja. Freiheit, durch eine Windschutzscheibe zu fliegen. Super, das ist eine tolle Freiheit. Meine Selbstverwirklichung. Ich habe das immer schon so gemacht. Und ja. Taxifahrer müssen sich auch nicht anschnallen. Widerspricht auch meinen religiösen Überzeugungen. Mhm. Wer weiß, ob ich davon erwürgt werde hier. Ja. Mhm. Das gibt auch Verletzungen. Also da kann man sich einen blauen Fleck holen von. Das ist viel schlimmer als durch die Windschutzanlagen. Okay. Antike Völker, die haben Imperien aufgebaut, ganz ohne Anschnallgurt. Also das ist Hochkultur. Die Ägypter sind auch groß geworden. Ja, auch ohne Anschnallgurt. Mhm. Ja. Gut, so dann haben wir jetzt heute genug über Sicherheitsmaßnahmen gesprochen. Ja, ist ja auch atemlos, ne? Atemlos. Ja, das war das hochgeschlossen. Also eigentlich wäre es hochgeschossen, wäre irgendwie besser gewesen. Oder nicht so hochgeschlossen. Genau. Ja, dann lass uns doch mal übergehen zu, was war es bei dir, dem Kragen? Ja, genau. Es geht um auskragende Sachen. Habt ihr den Begriff Auskragen schon mal gehört? Kennt ihn jemand? Ist das ein altdeutsches Verb irgendwie? Ist das was Hannoveranerisches? Wie heißt das da Auskrage. Wer auskragt? Nee, bisher ist alles falsch, aber es ist eine Fachsprache. Kennt es irgendjemand im Chat? Genau. Wenn es eine Fachsprache ist, lass uns raten. Ja, lass uns raten. Ich sage Thema Lederverarbeitung als Manufaktur. Auskragen. Nee. Was ist denn? Ich glaube, nicht in den Chat gucken. Da hat's, das ist schon fast, ja.
Was ist denn eigentlich dran? Also ich hätte jetzt an Baugewerbe gedacht. An Zement, genauer gesagt. Aber ich habe keine Ahnung, wieso. Ich dachte, also kannst du nicht sagen, es klang nur irgendwie so nach, das müssen wir hier noch auskragen, damit, das, damit hier das Zement. Nee, keine Ahnung. Ja, Dürener Platt war das übrigens. Sehr schön. Ja, es ist Baumechanik tatsächlich. Also so Leute aus dem Architekturbereich benutzen den Begriff. Und jetzt kommt gleich noch ein Quiz. Und zwar kennt ihr Kappler? Sagt euch das was? Nee. Nein. Und jetzt keine Witze, das ist nicht klingonisch oder so. Ne? Also das Kappler! Haben wir mal. Entschuldigung. Vielleicht bedeutet es auch irgendwas auf klingonisch. Das kann ich jetzt nicht ausschließen. Das klingt ein bisschen so. Aber das ist nicht die Bedeutung, die ich meine. Keine Ahnung. Kappler. Ist nicht zu essen wahrscheinlich, oder? Wenn du eben bei Baumechanik warst. Henning, du hättest vor der Forschungsstromfolge was essen sollen. Dann ist das wie so ein Kipplaster? Kappler, Kippler? Ah, schön, ja. Ach, ihr habt schöne Assoziationen. Das macht Spaß. Kappler, Kappler. Ja. Nee. Ja, also das ist so. Kappler! Ja. Nee, auch gut. Ganz, ganz weit weg. Nee. Also, da hatte ich mal bei Kragen auch kurz dran gedacht, aber gut. Ja, also wenn ich die Frage jetzt hier in den Niederlanden und erst recht in Frankreich gestellt hätte, hätten alle sofort gesagt, ja, natürlich. Kenne ich schon seit dem Kindergarten. Und zwar überlegen, kann ich euch noch ein bisschen zappeln lassen? Nee, ich fange jetzt einfach mal an. Also das Problem ist, ich. Ich mache jetzt funkige Sachen mit der Kamera hier. Vielleicht wird euch kurz seekrank. Dann müsst ihr weggucken. Ich hoffe, ich kann das so einstellen, wie ich das mir vorstelle. Okay, jetzt sind wir gespannt. Ja. Motion Sickness incoming. Ich halte mich schon mal fest. Also ich mache mal den Lambert groß hier, oder? Oh ja, mach mal den Lambert groß. Wir halten uns fest. Wow. Ja, guck mal, so sieht Lambert. So sieht es bei Lambert zu Hause aus, genau. Ups. Endlich mal hier behind the Forschungsstrom scenes. Ja. Behind the scenes. Ja, das ist zur Hälfte inspiriert von Henning, der auch mal was gemacht hat, und zur anderen Hälfte von Claudia, von der ich mir die Inspiration geholt habe, dass man sich auch dabei filmen kann. Offiziell bei Forschungsstrom ist das erlaubt, wie man spielt. Jedenfalls, wenn es einen leichten Bezug zur Arbeit hat. Genau, jetzt grober, das reicht so ein kleiner. Oh, wow. Also, oh mein Gott, Bauklötze. Ja, das ist Kappler. Oh mein Gott. So, ich hoffe, die... Kann man die eigentlich auch hören? Ja, super. Ja. Das ist total mit Atmo hier. Ja, ich finde, das könntest du öfter tun. Ich weiß noch nicht, was kommt, aber du könntest es öfter tun. Ja. Schauen wir uns erstmal so einen Kapplerstein genauer an. Wohin muss ich ihn jetzt halten? Ja, genau. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, dieser Stein hier ist jetzt genau 8 mal 12 mal 24, nee, ach Mensch, ich habe diese Zahlen nicht im Kopf. Ich hatte es vorhin mir noch. Ach, nichts, kann man bestimmt googeln. Also auf jeden Fall. Ist so groß wie dein Finger ungefähr. Ja, genau. Also wenn man drei davon aufeinander hat, dann ist das genauso breit wie, wie ihr seht, so. Ah, ja. Und wenn man, bevor ich jetzt hier so die Kamera halte, mache ich es einfach mal. Und wenn man 5 nebeneinander legt und dann kann man wiederum 5 auflegen. Na? Ihr versteht das Prinzip. Und, wir spielen jetzt Jenga. Genau, ja, das sieht ein bisschen aus wie Jenga, stimmt, ja, genau. Die Besonderheit ist jetzt, die sind wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Also die sind absolut gerade und die sind auf ein Zehntel Millimeter, das sagt der Hersteller, genau gearbeitet. Und es ist komplett aus Holz, also es ist auch haptisch sehr angenehm. Und diese Eigenschaft sorgt dafür, dass man mit Kappler, also es gibt Kappler-Sets, die kann man fertig kaufen, mit mehreren tausend solchen Steinen. Und die sehen alle exakt gleich aus, exakt so. Ja? Man kann sie auch noch in verschiedenen Farben kaufen und man kann damit meterhohe Dinge bauen, weil die eben so gut gearbeitet sind. Jetzt habe ich aber mal genug Werbung für das Produkt gemacht. Das ist, ist in den 80er Jahren in den Niederlanden erfunden worden und in Frankreich findest du das in jeder Kita oder so. So, jetzt habe ich natürlich versprochen, dass ich nicht nur so spiele, sondern weil das ist auch irgendwie ein Ernst. Ah, ja, hier ist so.
Stein, das auch einen ernsthaften Bezug hat. Den muss ich jetzt natürlich herstellen, indem ich kurz eine Demo mache. Also ich fange jetzt mal hier kurz was an. Moment, kann ich das noch einfacher? Ah, nee, mach mal so. Okay, ich glaube, man kann das ganz gut sehen durch die Kamera. Ja. Kontrollieren, genau. Du baust ein Fünfeck, was sich alle zwei Ebenen wiederholt. Genau, aber jetzt kommt der kleine Kniff, womit niemand gerechnet hat. Und jetzt erleben wir gerade, wie das geht mit auskragend. Du gehst ein bisschen nach außen oder nein, oder was? Genau, so ist es. Also ich mache das, ich beschränke mich mal hier auf die Seite. Du bist jetzt ein Sechseck oder was? Ich glaube, er geht nach außen. Genau. Achso, also du baust keine Zylinderröhre, sondern eine Kegelröhre. Ja. Ja, und das Lustige ist, also ihr seht ja, wie Sie sehen, das jetzt muss ich so die Magier-Rhetorik anwenden, verwende ich keinen Leim, keine Nägel, keine Tricks, sondern das ist einfach wirklich, das ist die reine Baustatik. Also ich meine, selbst wenn ich Nägel oder Leim verwenden würde und das ein echtes Gebäude wäre, müsste ich mich ja schon damit beschäftigen, dass das Ganze irgendwo in sich auch eine Stabilität hat. Ne? Und das Lustige, was ihr jetzt hier seht schon, ist, dass dieser Stein hier zum Beispiel, wenn ihr mal die Position zu dem vergleicht, ja, komplett woanders ist. Ja, und der wird nur dadurch festgehalten, dass er eben auf diesen anderen Steinen liegt. Also ja, das ist ein wäre jetzt ein Beispiel für so eine auskragende Konstruktion, eine ziemlich blöd aussehende. Aber es geht ja jetzt erstmal nur darum, das Prinzip, ja. So. Mhm. Und das ist also tatsächlich so, dass ich dieses Spiel kennengelernt habe. Das ist die persönliche Story dazu. Gut vor einem Jahr durch meine Kollegin Ina Blümel, die nicht nur mit mir das Open Science Lab leitet, sondern auch Architektin ist. Und die hat mir so ein kleines Starter-Set mal geschenkt. Und in diesen Architektenkreisen ist das Zeug unglaublich beliebt, weil man ganz schnell so ganz bestimmte Phänomene und Sachen damit mal so demomäßig bauen kann oder sowas. Und jetzt fiel mir Kappler wieder ein, also zum einen natürlich wegen des nahenden Forschungsstroms und weil ich ein cooles, schönes, spielerisches Thema suchte, aber noch davor durch ein Arbeitsthema, nämlich überlegen wir, also das ist jetzt so ein bisschen so aus der Werkstatt geplaudert, das ist jetzt noch nicht so offiziell draußen, aber euch vertraue ich es mal an, wir sind hier unter uns. Hört ja keiner zu. Hört ja keiner zu, genau. Mhm. Wir überlegen jetzt gerade bei NFDI for Culture, dieser nationalen Forschungsdateninfrastruktur, dass wir mit anderen NFDIs, die auch mit 3D-Themen zu tun haben, einen 3D-Hackathon machen. Also eigentlich wirklich ein Hackathon, wo es nur darum geht, mit irgendwie 3D rumzuspielen. Und zwar natürlich stark ins Digitale gehend. Glaube ich, habe ich alles gezeigt, was ich mit den Kaplersteinen zeigen wollte. Jetzt zeige ich wieder mich selbst. Tada! Ach so. Gut, okay. Das lassen wir so. Würde ich sagen, oder? Steht die Weltkopf oder so? Ja, an. Guck mal, jetzt haben wir auch unsere Plätze getauscht. Schaut euch das an. Jetzt. Nee, crazy. Okay. Genau. Und bei diesem 3D-Hackathon denken wir uns so, dass also in allen möglichen Fächern, nicht nur bei den Kulturwissenschaften mit Architektur und Kunstgeschichte und so, sondern zum Beispiel auch bei dem NFDI for Biodiversity oder so, spielt 3D eine Riesenrolle. Ja, also ob man es glaubt oder nicht, aber dieses, dass man so ein Molekül oder so, so mal so nicht nur so als platt hat, sondern am Computer in 3D spielt voll die Rolle und in anderen Fächern auch. Und deswegen ist die Idee, mal so über ein paar von diesen NFDIs hinweg ein Hackathon zum Thema 3D zu machen. Und dabei spielt es natürlich eine Rolle, dass man das digitale Medium ausschöpft. Also ist auch die Überlegung, dass man zum Beispiel mal so mit diesen so Unreal Engine oder so, dass man zum Beispiel so 3D-Objekte, die man hat, vielleicht einfach mal in so einer, also auf eine neuartige Weise zusammenbringt oder zeigt, ja, oder damit interagiert. Und das könnte vielleicht in solchen Computerspiel-Szenarien auch gehen. Oder natürlich mit so klasse JavaScript-Umgebungen, wo man das selber sehr genau konfigurieren und einstellen kann und sich überlegen kann, was man mit den Sachen macht. Und dann eine andere Dimension, die es natürlich auch hat, 3D-Drucker. Ne? Also man könnte dann überlegen, okay, man hat ein Ding, wie es sonst von keiner Industrie der Welt hergestellt wird, weil es erstmal nicht nützlich ist, weil es kein tolles
Spielzeug ist oder sowas. Aber heutzutage mit 3D, du kann man das mit verschiedenen Materialien machen. Faszinierenderweise, so eine Geschichte hier kommt natürlich nicht aus dem 3D-Drucker, aber man kann inzwischen sowas Ähnliches machen. Also es gibt zum Beispiel so Biopolymermasse, wo so Holz als Mehl zugesetzt ist und was dann diese Haptik hat. Oder man kann verschiedene Tricks machen, dass man auch so ähnlich ad hoc aus der Maschine Holz, also nicht in der Qualität, nicht sowas. Aber das wollte ich gerade fragen, ist denn ein 3D-Drucker mittlerweile, also gibt es welche, die so präzise sind, dass sie das genauso, ne, du hast ja beschrieben, wie präzise die sein müssen, damit das gut funktioniert, ob die das können? Also ich glaube, so ganz normaler Standard mit diesem Plastikzeug, glaube ich, kann das nicht so genau, aber die Harzdrucker? Ja, also die normalen 3D-Drucker für den Hausgebrauch machen das auch mit anderen Materialien nicht so genau. Also ich muss zugeben, ich bin bei meinen Recherchen da auch noch am Anfang, aber meine Überlegung war halt so, ich meine, das Thema 3D-Drucker steht in Bezug auf diesen Hackathon sowieso im Raum und jetzt musste ich darüber nachdenken, dass es natürlich auch dann wiederum mir scheint es da eine Überlappung zu geben, vielleicht, wie gesagt, ich bin da noch am Explorieren, mit dem, was die ganzen Architektinnen und Architekten mit ihrem Kappler-Rumgespiele machen oder so, ne? Dass man vielleicht so nicht nur diese Standardteile, sondern so maßgeschneiderte, holzartige oder mit bestimmten Holzeigenschaften Teile sich ad hoc baut und zusammensetzen kann oder sowas. Und wie gesagt, ist jetzt wirklich gerade sehr, sehr aus der Werkstatt erzählt, weil es gibt überhaupt keinen fertigen Plan und wer weiß, ob wir jemals mit holzartigen Materialien dann, wenn dieser Hackathon mal stattfindet, was anbieten können oder was machen werden. Hängt dann ja auch davon ab, ob Leute Bock haben und dann mal was versuchen. Aber das fiel mir eben ein und das musste ich euch mal eben im Forschungsstrom hier zeigen. Ja, sehr schön. Und ich glaube, da kann man mit einer Fräse was machen. Ich kenne jemanden, der so eine programmierte Fräse im Keller hat, sich selber gebaut hat. Und da quasi computergesteuert Sachen rausfräsen oder reinfräsen kann. Hauptsächlich, um schöne, nerdige Symbole auf Holzbretter zu machen, die man so zum Frühstück benutzen kann. Aber ja, genau. Es gibt ja auch diese CNC-Fräsen seit eh und je. Ne? Das ist ja irgendwie in der Industrie auch ein fettes Ding oder beim Bau von Prototypen, glaube ich, und so. Das kann man sich vorstellen. Und die können wahrscheinlich auch Holz verarbeiten, kann ich mir auch vorstellen. Es wird auch gesagt, dass Holz als Baustoff insgesamt, das hat auch wiederum was mit dem Thema Klimakrise zu tun. Also das wird an Bedeutung eher noch zunehmen, weil Holz, also so, wenn man Bäume wachsen lässt, nehmen die ja CO2 auf. Und wenn man was mit den Bäumen macht, also wenn man natürlich die Wälder ganz verantwortungsvoll bewirtschaftet nur und so, das ist ja klar, dann kann man das sozusagen, was die an CO2 aufgenommen haben, wieder entnehmen. Das hat eine okaye Klimabilanz. Im Gegensatz zu vielen anderen Stoffen, die herzustellen, wahnsinnig, wahnsinnig CO2-aufwendig ist. Ne? Und deswegen wird auch oft gesagt, dass Holz also auch ein Baustoff ist, der viel mehr Aufmerksamkeit für die Zukunft eigentlich verdient. Also im Chat kriegst du hier schon gute Tipps für andere 3D-Druckgeräte. Laser, Sinter-Drucker werden empfohlen und Resin-Drucker, mir sagt das leider gar nichts. Cool. Das sind, glaube ich, die Standard, diese mit diesem, wo du diese Spulen hast mit dem Material drauf, die erst dann geschmolzen wird in der Spitze. Ich glaube, das sind die Resin-Drucker. Oder, nee, oder sind das die Harz-Drucker? Harz, oh Gott, ich habe gesagt Harz. Harz, okay. Dann ist das die mit dem Harz. Also es gibt Harz und diese Resin-Drucker, aber diese Laser-Sinter-Drucker, das ist ja nochmal weiter. Also da schmelzen die ja die Sachen auf und das ist einfach nur total spannend. Ja, mach doch mal was zu 3D. Ich bin dabei. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn das mal konkreter wird oder so, werde ich hier nochmal so ein shameless Self-Plug hier machen und nochmal anbringen. Du musst mal, wenn ihr dann tatsächlich einen Hackathon macht, musst du dann mal live von dort streamen und das zeigen, was da passiert und gemacht wird. Ah, cool, ja. Ja, wir sind natürlich auch super mutig und wollen das am liebsten im Frühjahr 2022 dann als Live-Event in echt machen, ne? Also, wie willst du das sonst machen? Geht ja nicht anders. Ja, wenn du jedem von uns so 3D-Drucker in dreifacher Ausführung nach Hause schickst, ich würde da jetzt nicht. Go! Ja, und vor allem, wir können dann endlich diese Forschungsstrom-Merch-Produkte auch herstellen, nachdem wir schon so oft gefragt worden sind.
Was drucken wir dann da? Diese Weichen? Drei Wellen natürlich, die man sich in das Frühstücksbrettchen reinfräsen kann. Da werde ich doch mal einen Auftrag an den Bekannten weitergeben, dass er doch mal... Ja. Ein kleines Alpaka mit einem Forschungsstrom-Logo als Tattoo auf dem Rücken. Oh, aber sehr schöne Präsentation, Lambert. Also ich finde das immer gut, wenn man hier mal aus dem reinen Talking Head rauskommt und das mal so macht. Auch wenn es ein bisschen den Chat zu Sticheleien gegenüber deinem Hintergrund gestartet hat. Ich muss hier leider noch mal eine Sache hervorheben. Du wurdest gedisst wegen deiner Delta-Statue, dass die ja nun schon ein bisschen zu alt sei. Danke, also ich gebe das so direkt weiter an die IT-Abteilung der Tipp. Die hätten dann gerne deine Adresse und wo dein Auto steht. Ich habe mir die hier nicht hingestellt, die Tastatur. Ich weiß es doch nicht. Lass dich nicht ärgern, sondern antworte einfach, ja, man benutzt die Sachen, bis sie kaputt sind. Das ist gut fürs Klima. Wenn schon Plastik, dann bis zum Ende. So. Und habt ihr meinen schönen Holzschreibtisch bemerkt? Denn überhaupt, da kam ist selber nichts gemacht? Drüber. Ne? Ist der selber gemacht? Das sah so nach so selbstgebautem Holzschreibtisch ein bisschen aus. Ausgekragt, ne? Ja, genau, ein bisschen ausgekragt. Der ist sehr weit ausgekragt, aber ich habe ihn tatsächlich in Auftrag gegeben. Nee, ich habe ihn nicht, ich kann sowas nicht bauen. Ich habe ihn gewünscht von einem Tischler. Ja. Cool. Ja, wahrscheinlich nee, aber dann das so waren hier super interessante Hinweise, aber auch an dem. Das ist ja krass. Ihr kennt euch alle aus. Ja, guck mal, JP, was ist los? Warte mal, muss ich nochmal kurz zeigen. Kannst du gleich einkaufen hier? Guck mal. Für dein Seminar. JP erklärt hier nochmal die drei Arten von Laserdrucker, von 3D-Druckern. Also Lasersintern, das habe ich tatsächlich im Studium gehabt. Aber das habe ich natürlich alles wieder verdrängt. Ah, okay. Aber JP Thiele, dieses mit dem Resin, ne, das ist dann ja schon eine Geschichte, wo man dann nicht so ein Holz-Biopolymer reinstreuen kann, sondern das ist dann nur Harz, ne? Also schätze ich mal. Naja, ja, müssen wir mal reden. Genau, muss man noch mal reden. Ja. Zwei von drei Typen stehen halt auch quasi neben ihm. Ja, gut, dann kannst du doch da den Hackathon machen damit. Cool, ja, stimmt. Ich habe da ja auch diese Weiche. Ja, irgendwo müssen die ja herkommen. Genau. Die goldene Weiche. Stimmt. Ja, das war stimmt. Ja. Das ist ja. Okay. Meine Güte. Also, ich fand das jetzt heute sehr. Also, wir hatten heute mal gar nicht so die klassischen Paper mit Formeln-Vorstellungen. Ich fand das gerade sehr, sehr, sehr gut für unseren Wiedereinstieg. Niedrigschwellig. Resozialisierung mit dem Forschungsstrom nach diesem langen Sommerentzug. Ja. So. Weißt du, ich weiß ja auch gar nicht, wann ich das noch hätte lesen sollen. Ich habe ja noch 4000 Seiten IPCC-Bericht vor mir. Ja, aber war mal wieder schön mit euch und auch im Chat. Mit euch. Wir müssen jetzt aber, bevor wir hier irgendwas machen, müssen wir jetzt noch festlegen, ob der nächste Termin wirklich der erste Donnerstag sein kann. Ich habe jedenfalls hier mir den 2. September schon mal komplett freigehalten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Warte. Der 2. September. Wegen mir, ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. Da lag was, aber das kann ich verschieben. Da lag Bachelorarbeit von jemandem Korrekturlesen. Aber das kann ich. Tut mir leid, mit einem Tag später für dich. oder früher. Ja. Ja, super. Dann haben wir ja doch einen Termin und ihr seid, liebe Community, endlich wieder auf dem gewohnten ersten Donnerstag im Monat Trip. Aber ja. Genau. Wenn es zwischendurch oder so mal wieder was spontan zu senden gibt, müsst ihr auch auf unsere Ankündigung achten. Ja, genau. Es kann sein, dass vielleicht dann doch nochmal so der ein oder andere Arbeitsstream kommt. Weiß ich noch nicht genau. Ja. Genau. Vielleicht macht ja Lambert auch noch einen Bauklotz-Stream. Ich weiß nicht. Okay. Ja, vielleicht lasse ich mir noch irgendwelche Tricks zeigen. Vielleicht gibt es neben auskragend bauen noch irgendwas Cooles. Es gibt übrigens einen coolen Wikipedia-Artikel über Auskragen und was die Probleme und Herausforderungen und Potenziale sind. Ich verlinke den in den Shownotes. Das finde ich gut. Da muss ich auch mal reingucken.
Genau. Und in der Zwischenzeit schickt uns natürlich eure CNC-gefrästen Forschungsstrom-Fanartikel. Das Logos, ja. Ja, genau. Bitte zuschicken. Wir haben da, die Postadresse steht, glaube ich, unter forschungsstrom.tv. Ja. Einfach zuschicken. Wir freuen uns. Aber bitte nicht mit Hermes. So. Amen. Das muss ich noch kurz einblenden. Das, ja. Danke. Ja, perfekt. Perfekt. Gut. So, jetzt gucke ich mal gerade noch mal rum, was wir denn hier an Möglichkeiten haben, uns weiterzuleiten, oder? Endlich wieder reden, ja. Da habe ich auch wieder Lust drauf. Genau, so, jetzt wollte ich doch mal schauen. Hier finde ich doch bestimmt irgendwo unter Wissenschaft und Technik. Wird sich doch bestimmt was finden. So, wen haben wir denn da? Ach Gott. Was die Leute da immer machen, ich bin immer völlig fasziniert. Was machen sie denn? Was machen sie denn? Warte. Ich mache gerade mal, ich könnte ja dabei zusehen. Warum sollte ich das alleine tun? Moment, ja. Pass auf. Ja. Ich kann noch mal hier. Der Twitch. Genau, Twitch, so, warte mal, dann müssen wir das noch hier wieder reinholen, so, dann könnt ihr sehen, was es alles gibt, und ich staunte gerade über Mainboard für E-Paper-Display mit 4096 Farben, also, what are people doing, das ist ja total, wir sind wieder bei Game Development, hier baut sich jemand ein Gaming-PC, das ist ja momentan auch eher so ein Gold- und Edelsteine-Ding, Feed Squirrel with Bits. Man kann da. Also, es ist ein bisschen crazy. Hier haben wir Fundamental Physics. Ich finde, das sieht gut aus, oder? Making Waves. Oh. Oh, da können wir noch was lernen hier. Ja, ich würd sagen, ja. Den da würde ich doch mal hier nehmen. Das klingt doch so, als würde der. Würde er uns was beibringen? Oder hast du auch einen Sternschnuppenschau-Stream gefunden? Oh, es ist ein das wäre toll. Jetzt heute Nacht hier, ne? Das wäre natürlich ideal. Warte mal. Nee. Ich habe eine schon gesehen. Ich war auf dem Land letztes Wochenende und wir haben eine fette Perseide, kann man das so sagen, gesehen. Wow. Das war echt schön. Ich sehe leider keinen. Ich bin gerade mal runtergescrollt. Nee. Dann gibt es halt Hardcore-Physik, liebe Kinder. Oder ihr müsst euch doch vom Twitch abwenden nach dem Raid und dann selber mal doch was anderes machen, genau. Selber mal aus dem Fenster gucken. Da, genau, geht auf der Straße. Ja. Ich glaube, Richtung Südost soll man gucken, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Gut, dann würde ich doch jetzt sagen, wir sagen gute Nacht. Ja. Schlaf gut, wir sehen uns am 2. September. Macht's ganz gut. Tschüss, Lambert. Tschüss, Claudia. Tschüss.